Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine ganz süße kleine Tüte, eine kleine Verpackung basteln. Ihr seht schon, die kann man einfach so hinstellen. Da hat auch ein bisschen was drin Platz, also die sind gar nicht so klein. Kann man super zum Beispiel als kleines Dankeschön jemand vor die Tür stellen, an die Türklinke hängen, als kleines Ostertütchen nehmen oder wie auch immer. Also da findet sich was. Als kleiner Geburtstagsgruß, da hat schon ein bisschen was Platz. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch heute in diesem Video. Und ich wollte euch noch kurz ausmessen, wie groß die Tüte ist. Also der Grundboden ist 4 cm und die Breite ist 10 cm und die Höhe von der Tüte ist 12 cm. Und der Griff ist ungefähr bei, na, sag mal 8,5 cm, also bis 8,5 könnt ihr die locker gut befüllen. Ihr könnt natürlich dann auch, wenn sie fertig befüllt ist, oben noch so ein süßes kleines Schleifchen hinmachen zum Verschließen und dann irgendwo hinstellen als kleine Osterüberraschung. Wäre das sicherlich total süß. Ich zoome ein bisschen raus. Ihr braucht dafür auch gar nicht so viel. Ich zeige euch das jetzt mal eben kurz. Hier einmal die Variante mit dem Designerpapier aus der Celebration. Ich habe da auch mal eine Karte gebastelt, die passt da super dazu. Die verlinke ich euch jetzt mal hier oben unter dem weißen i. Du könntest natürlich als Geburtstagsgruß machen und dann die Geburtstagskarte dazu basteln, weil die eben auch diese ovalen Stanzen wieder aufnimmt. Und hier so ein bisschen mit schlichterer Außenfront, aber schön bunt und frühlingshaft natürlich. Die zweite Variante. Ihr könntet natürlich auch super einen Eisgutschein da reinpacken. Mit dem Eispapier arbeite ich heute auch, von der Eisdiele und vorne dann dieses Eis ausgestanzt drauf machen. Das wäre natürlich super süß. Ausgesucht habe ich mir jetzt dieses Papier hier. Das ist aus dem Eisset und hat die Bestellnummer, die ich euch hier einblende und nennt sich Eisdiele. Und wunderschöne Papiere drin. Ich finde, das ist so schön bunt und genau schön frühlingshaft und man kann das jetzt aber super auch für die Tüte verwenden. Und wer es schlichter mag, die Rückseite ist auch schön schlicht. Die kann man natürlich auch schön gestalten. Genau, also ihr braucht ein Papier. Ihr könnt das Ganze auch mit A4-Papier basteln. Ich nehme jetzt ein Designerpapier in 30,5 x 30,5 cm. Das schneiden wir gleich zu. Aber ich zeige euch genauso auch die Variante mit einem ganz normalen A4-Papier. Das ist ein bisschen kürzer als die Klebelasche, ein kleines bisschen kürzer, aber das erkläre ich euch gleich im Video. Also das ist ganz easy. Genau, was ich sonst jetzt nochmal an Farben nehme, ist wahrscheinlich ein bisschen Flieder, ein bisschen Himbeerrot, ein bisschen Ziegelrot und auf jeden Fall ein bisschen Grundweiß. Aber das machen wir jetzt dann im Laufe des Videos mit der Deko. Und ich schnappe mir jetzt einfach meinen Papierschneider und schneide mir mein Papier zu auf 30 cm mal 15 cm. Und wenn ihr mit einem A4-Papier arbeiten wollt, dann nehmt ihr einfach die komplette Länge von einem A4-Papier. Ich weiß es immer nie auswendig. 29,57, ich glaube 0,7 oder 29,7. Meins ist jetzt schon ein bisschen gefalzt. Also ich glaube, also einfach die ganze Länge von dem A4-Papier und kürzt euch das auch auf 15 cm. Und könnt dann genauso mitfalzen, wie ich euch jetzt die Falzlinien auch zeige. Wenn ihr die Tüte ein bisschen fester wollt, dann empfiehlt es sich auch natürlich, einen Farbkarton zu nehmen. Ihr könnt ihn natürlich auch vorher bestempeln, dann ist die noch ein bisschen stabiler. Aber ich finde, zum Beispiel, wenn man so kleine Ostereier oder so eine kleine Schoki reinpackt, dann ist das Designerpapier einfach schön bunt und frisch und hält es auf jeden Fall aus. Also je nachdem, was ihr da Schweres reinpacken wollt. Wenn ihr Goldbarren verschenken wollt, dann macht es lieber aus Farbkarton. Genau. Okay, also ich habe jetzt 30 cm mal 15 cm und ihr schaut dann, was ihr für ein Papier habt und könnt dann genauso mitmachen wie jetzt auch. Also die Falzlinien sind bei beiden Papieren genau gleich. Als erstes nehme ich mir die 15 cm Seite, also die schmalere Seite und lege mir das ein bei 3 cm und falze mir hier so eine Bodenlasche. Achtung mit der hellen Klinge, einmal 3 cm falzen und dann schiebe ich mir das Ganze weiter auf 5,5 cm. Und nehme mir jetzt meinen Bleistift zur Hilfe, den ich gerade irgendwo verschusselt habe hier. Und jetzt mache ich mir einfach nur eine Linie, ganz leichte Linie. Also ich fahre mich hier so in diese Mittelschiene rein und mache mir hier nur so eine ganz leichte Linie bei 5,5 cm. Seht ihr, die ist jetzt hier. Oben ist sie gar nicht angegangen, da muss ich nochmal schnell nachmalen. Nochmal einlegen.
Also wirklich nur so eine ganz leichte Linie, die radieren wir uns gleich wieder weg, aber die brauchen wir als Markierungs- und Orientierungspunkt. Und dann lege ich mir noch die lange Seite an und hier müssen wir jetzt auch gleich falzen. Und zwar einmal bei 2 cm und hier müssen wir jetzt gleich aufpassen. Also ich lege es mir hier bei 2 cm an und ich falze mir das jetzt wirklich nur bis zu meinem Markierungspunkt. Also nicht runter, komplett runter, sondern hier ist diese untere Falzlinie, die wir uns gezogen haben. Oben drüber ist diese Markierung mit dem Bleistift und bis zu diesem Bleistiftpunkt markieren wir uns jetzt, falzen wir uns jetzt diese 2 cm Linie. Also 2 cm anlegen. Das Coole ist auch, ihr könnt hier auch immer noch mal kontrollieren, ob ihr gut bei 2 cm anlegt, ob das schön gerade wird. Weil wir hier auch nochmal die ganzen Zahlen haben. Ich gehe mal ein bisschen weiter hoch. Also 2 cm schön ordentlich anlegen. Und jetzt, Achtung, hier, ich nehme euch mal ganz kurz ganz nah ran, dass ihr das gut seht. Ich habe ja auf meiner Klinge, auf meiner Falzklinge, diese Markierungen mit diesen Strichen und kann mich daran orientieren und kann jetzt hier nur von dieser Falzlinie bis ganz nach oben gehen. Somit ist gewährleistet, dass ich wirklich nur bis zu diesem Markierungspunkt hingefalzt habe. Ist jetzt minimal länger, aber das macht nichts, also bis zu meiner Bleistiftlinie. Und dann gehe ich weiter, nehme euch jetzt wieder ein bisschen raus, dass es euch nicht schwindelig wird und falze mir die nächste Linie bei 4 cm und die falze ich ganz normal, wie gewohnt, immer bis ganz runter. Die nächste ist bei 14 cm, auch ganz normal bis ganz runter. Die nächste ist bei 16 cm und Achtung, hier wieder nur bis zum Bleistiftstrich. Und noch ein kleiner Tipp, 16 cm ist genau hier an dieser Linie. Und wie gesagt, hier auch wieder nur bis zu dem Bleistiftstrich. Ich mache das immer von dem Punkt nach oben zur Markierung. Die nächste ist bei 18 cm wieder ganz runter. Und die nächste ist noch bei 28 cm. Und auch bis ganz runter. Genau, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich sage euch nochmal schnell die Maße. Also 2 cm bis zur Markierung, 4 cm komplett. 14 cm komplett, 16 cm bis zur Bleistiftmarkierung, 18 cm komplett und 28 cm auch komplett. Und so sieht das Ganze dann aus, auch wenn ihr das auf einem ganz normalen A4-Papier macht, dann ist nur eure Klebelasche, die jetzt hier rechts liegt, ganz kleines bisschen schmäler, aber das macht nichts. Aber wie gesagt, mit einem A4-Papier ganz genauso funktioniert das. Und was auch ganz gut hier zum Erkennen ist, ist, dass wir uns von dieser Markierung jetzt noch diese Schrägen machen. Ich glaube, man erkennt es auf diesem Papier einfach viel besser als auf dem Designerpapier. Deswegen zeige ich es euch jetzt mal hier, damit ihr wisst, wo das sich befindet. Die Klebelasche liegt also rechts. Das lasse ich jetzt mal hier so liegen. Dann seht ihr beides. Wir machen das zusammen. Ich nehme mir einfach ein Lineal und meinen Papierfalter. Ich gehe noch ein kleines Stückchen raus und fange jetzt an bei meiner 2 cm Falzlinie. Die habe ich mir ja nur bis zur Markierung gefalzt. Und da bilde ich jetzt so ein Dreieck. Das zeige ich euch gleich nochmal nach. Und zwar an diesem Papier. Also ich habe jetzt diese Markierung, 2 cm gefalzt, nur bis zu meiner Bleistiftmarkierung und mache mir jetzt hier so ein Dreieck bis zu dieser überkreuzenden Linie und bis zu dieser. Ich glaube, das kann man schon ganz gut erkennen. Und das Gleiche mache ich jetzt hier nochmal, bei der gleichen Linie, wo wir nur bis zur Markierung gefalzt haben. Einfach noch diese Schräge hier rein. Das ist nämlich dann nachher dieses Seitenteil, wo sich dann so zusammenbiegt. So. Also ich muss selber tatsächlich gucken bei dem Designerpapier. Da sieht man die Linien echt ein bisschen schlecht. Okay. Aber so sieht das Ganze dann aus. Ja. Okay, und jetzt nehme ich einfach mein Falzbein und falze mir alle Falzlinien einmal nach. Ich starte jetzt einfach mal mit den komplett langen, die ich komplett bis nach unten gemacht habe. Und dann noch mit der von unten bei 3 cm. Und was ich jetzt, bevor ich weitermache, noch mache, ist, dass ich mir einfach meinen Bleistiftrand, diese Markierung, jetzt mal noch wegradiere, weil jetzt kommen wir noch super hin.
dann habe ich jetzt hier ein schönes Papier. Da ist noch ein bisschen was. Genau, super. Okay, und jetzt können wir schon ganz normal ans Einschneiden gehen. Ihr könntet euch jetzt aber an der Stelle noch die Linien, die ihr nur bis zu dieser Bleistiftmarkierung gesetzt habt, auch einfach noch so ein bisschen mit der Hand nachknicken. Und diese Dreiecke auch ein bisschen, weil dann weiß nachher das Papier schon ganz gut, wo es hingehen soll. Einfach so ein bisschen nachknicken, damit es nachher einfach noch schön in Form geht. Beiden Seiten. Muss auch nicht so stramm sein mit dem Papierfalter, sondern das reicht einfach mit der Hand noch so ein bisschen. Genau. Und jetzt schneiden wir uns die Linien ein. Und zwar, diese Linie schneide ich mir ein bis zu meiner Falzlinie, also bis zu meiner Falzlinie, bis zu meiner ersten. Und jetzt mache ich so, also diese schmalen, diese schmaleren Laschen, das war jetzt ein bisschen schief geschnitten, ich schneide mir da so ein kleines Dreieck raus, seht ihr? Und zwar, ich schneide jetzt einmal in der Mitte ein bisschen durch und dann so ganz leicht angeschrägt von beiden Seiten. Und hier diese ganz schmale Klebelasche, da muss ich jetzt ganz kurz selber überlegen, weil ich es jetzt andersrum gemacht habe. Die Klebelasche, die schräge ich mir so ab. So wie immer, eine Klebelasche schräge ich eigentlich immer so ab. Und was ich hier noch mache, auch ganz minimal, so ein ganz leichtes Dreieck rausschneiden. Und hier auch noch so ganz minimal, das sind eben diese Klebelaschen hier unten. Dann sieht das Ganze so aus. So eine typische Tüte eigentlich. Immer nur eingeschnitten bis zu unserer Falzlinie. Und dann klebe ich mir hier auch gleich mal den Kleber drauf. Ich nehme jetzt das Abreißklebeband. Und zwar einmal natürlich auf die Klebelasche, die liegt da rechts. Hoppla. Und dann auf meine kleinen Laschen hier. Und zwar, da passen ganz gut auch drei Streifen drauf. Auf diese Lasche und auf diese Lasche. Das sind die sogenannten Seitenteillaschen. Also das sind die Laschen, wo dann nachher diese Seite sich so zusammenklappt. Deswegen haben wir dieses Dreieck da reingemacht, dass das hier schön zusammenklappt. Seht ihr das gut? Genau. Und als allernächstes mache ich jetzt noch eine Sache, bevor ich es zusammenklebe. Ich schnappe mir die Stanze. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ovale Stanze. Die hat ja zwei dieser Stanzungen. Und mit der oberen Stanze stanze ich mir jetzt oben diesen Eingriff rein. Und das mache ich einfach so. Diese Eingriffe kommen in diese beiden großen Bereiche. Also in diesen Bereich und in diesen Bereich. Ich habe mir jetzt die Klebelasche hier nach links gelegt, umgedreht. Und ich versuche das jetzt einfach mittig zu treffen. Also ich halte mir das so, gehe hier mit meiner Stanze rein. Und hier müsst ihr nur aufpassen. Seht ihr, ich kann ja hier unten weiter reinschieben, die Stanze. Aber ich möchte es wirklich nur so haben, dass das hier genau, dass ich hier keine Stanze von dieser normalen Kreisstanze habe, sondern nur den Wellenkreis. Und deswegen lege ich mir das hier genau an die Kante auf, das Papier, dass das wirklich genau da ist, dass da kein Kreisstückchen von dem anderen ist. Also da ein bisschen konzentrieren. Ich gucke, dass ich hier in der Mitte bin, also nach rechts und links, den gleichen Abstand und eben oben ja nicht zu weit reinstanzen. So habe ich hier einfach nur eine schöne Kreisstanze. Wenn ihr euch da unsicher seid, könnt ihr natürlich auch euch einmal die Stanze ausstanzen und dann hinlegen und euch die Mitte anzeichnen. Das könnt ihr vorher machen. Aber ich finde, also eigentlich trifft man die Mitte relativ gut. Und wenn es nicht ganz mittig ist, macht es auch nichts. Genau, also ich gucke jetzt nochmal rechts und links und wie gesagt hier, damit da nicht zu viel rausgestanzt ist, dass dieser Rand wirklich genau hier abschließt. Und schon erkennt ihr die Form von unserer Tasche. Also wirklich total einfach und schnell gemacht. Dann nehme ich mir meine Klebefolien ab.
Und jetzt mache ich so, also ich habe jetzt alle Klebelaschen abgeklebt. Ein bisschen aufpassen, dass euch das nicht an den Untergrund klebt, weil das ist natürlich auch schon voll Kleber. Aber jetzt kann ich mir hier diese Seitenteile eigentlich genau aufeinander legen. Und die Tasche ist jetzt schon mal von der Seite zu. Seht ihr das gut? Das ist ganz einfach. Also das ganze System ist eigentlich total einfach. Und jetzt mache ich so, meine Klebelasche zeigt jetzt, dieser Schlitz zeigt jetzt nach hinten, also so. Und dann drehe ich mir das so hin, dass ich weiß, die Seite, die nach hinten zeigt, ist dann meine Rückseite. Und jetzt drehe ich mir das Ganze so um, klappe mir zuerst meine beiden Seitenklappen rein, dann die hintere Lasche, klebe mir das schon mal an. Also ich habe jetzt hier diesen Schlitz, der ist jetzt, zeigt jetzt zu mir nach vorne, deswegen ist das die letzte Lasche, die ich aufklebe. Und auf diese Lasche klebe ich jetzt auch noch, ups, ein bisschen Klebeband, einfach nur da oben hin. Und fixiere somit die letzte Lasche auch noch. Wir können natürlich auch mit einem Flüssigkleber arbeiten, aber ich finde, bei Verpackungen ist eigentlich ein Abreißklebeband immer am besten, weil das noch ein bisschen stabiler ist und weil es gleich trocken ist. Wenn ihr euch aber unsicher seid und noch nicht so viele Verpackungen gemacht habt, ist natürlich auch der Flüssigkleber gut, weil der natürlich auch, weil man den noch ein bisschen ruckeln kann. Und so habe ich hier einen schönen Abschluss. Also ich habe hier hinten diese Lasche und hier an der Seite die Lasche und deswegen ist das hier meine Vorderseite. Und dann kann ich mir einfach die Seiten so ein bisschen nachknicken und habe hier eine total süße kleine Tasche, die man super hinstellen kann und ganz süß befüllen kann. Ganz einfach. Okay, dann brauchen wir nur noch ein bisschen Deko. Und da habe ich mir gedacht, wenn wir schon mit den oberen Grüßen stempeln, stanzen, dann stempeln wir auch damit. Da gibt es nämlich ganz süße Sprüche in diesem Stempelset. Zum Beispiel kleines Mitbringsel, danke vielmals, mit Liebe. Lasst uns feiern, viel Glück, alles Gute zum Geburtstag. Osterhäschen gibt es auch. Also das ist echt ein total schönes Stempelset. Und das fand ich jetzt super und habe mir da einmal das Danke vielmals rausgenommen. Und werde es jetzt einfach auf ein Stück grundweiß einmal aufstempeln. Mit der Farbe Himbeerrot, weil die einfach im Papier auch ist. Und dann stempel ich mir das einfach einmal auf. Wobei ich glaube, ich mache das jetzt mal so rum. Oh, das war ein bisschen arg viel aufgedrückt. Machen wir es nochmal ein bisschen dezenter. Das schaut schon schöner aus so. Und dann nehme ich mir jetzt gleich nochmal die Stanze und stanze mir das mit dem weißen Etikett einmal schön aus. Und die gleiche Stanze nehme ich natürlich jetzt auch mit ein bisschen Farbkarton. Und da gucken wir jetzt einfach mal, wie wir so ein bisschen gestalten. Ich habe mir jetzt irgendwie gedacht, wir könnten das mit Flieder machen. Oder? Flieder wäre doch vielleicht ganz schön. Dann stanze ich mir jetzt nur einmal das Oval aus mit den Wellen. Und für die Blümchen können wir dann ruhig noch ein bisschen bunter werden. Dann nehme ich mir jetzt einmal Ziegelrot, ein kleines Stückchen. Und einmal noch ein bisschen Himbeerrot, weil das ganz gut dazu passt. Und vielleicht kann man sogar noch mit einer dritten Farbe reingehen. Ich glaube, ich schnappe mir noch Blütenrosa. Deshalb diese Bestellnummer. Da könnte man auch den Schmetterling ausstanzen und vielleicht auch nochmal ein Blümchen. Das haben wir hier nämlich auch drin. Also das wird ganz gut passen, vielleicht so von den Farben, oder? Dann machen wir eine große Blüte, stanze ich mir jetzt mit der kleinen Blume die große Blüte aus. Die fand ich ganz süß. Und dann guckt ihr einfach, was ihr für Blümchen habt. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier noch dieses Dreier-Set, das gab es im Herbst-Winter-Katalog. Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch noch die EDPDs, die sind halt so süß. Also nur eine kleine Blümchenstanze hat man meistens schon irgendwo rumliegen und da stanze ich mir einfach noch ein paar Blümchen aus. Kann man ja immer auch super die Reste verwenden. Okay, jetzt habe ich noch drei Blümchen. Mal gucken, ob wir die dritte auch noch brauchen. Und jetzt habe ich mir gedacht, nehmen wir natürlich noch einen kleinen Schmetterling dazu. Und dazu benutze ich jetzt was ganz Neues und was Wunderschönes, nämlich die Stanzformen fabelhafte Flatter. Und die finde ich so schön. Da gibt es diesen kleinen Schmetterling, der perfekt passt. Und es gibt noch ganz viele andere Schmetterlinge, die sind wunderschön. Ihr habt immer die Umrisse und auch diese einzelnen Elemente, wo es sich so schön filigran ausstanzen lassen. Und es gibt auch ein Stempelset dazu, das ist bei mir noch nicht da. Ich habe es schon bestellt, aber es ist noch in Nachlieferung. Aber den fand ich da einfach perfekt von der Größe.
Und den machen wir noch in welcher Farbe? Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Aha. Ich glaube in Flieder, oder? Ja. Ich schnappe mir hier noch so ein kleines Reststück in Flieder. Und ich habe jetzt mal ganz kurz eben hier fürs Video die kleine Stanzmaschine, die Mini, und stanze mir den mal einmal kurz aus. Wenn ihr noch keine Stanzmaschine habt, dann würde ich euch aber trotzdem empfehlen, die große zu nehmen. Einfach weil die. Ich finde sie schöner in der Handhabung und weil ihr damit alles ausstanzen könnt. So kleine Teile fürs Video finde ich jetzt super, wenn man das einfach mit der kleinen machen kann. Aber ich bin ein großer Fan von der großen Stanzmaschine. Diese kleinen Elementchen hier, die kann ich einfach so rausbürsteln. Die lösen sich da super. Dann hat man so einen wunderschönen, ganz filigranen Schmetterling in so tollen Formen. Also, ich finde, die sind richtig schön, die Schmetterlinge. Okay, dann dekorieren wir das Ganze noch aus. Achtung, nicht verlieren. Die Stanzformen. Und da schnappe ich mir einfach ein bisschen Kleber. Einmal den Flüssigkleber. Mein Etikett bringe ich hier flach auf. Das andere Etikett auf. Ich finde es auch schön, dass sich das eben im Griff und dann im Etikett nochmal wiederfindet. Und dann nehme ich mir noch ein paar Dimensionals. Die klebe ich hier hinten drauf aufs Etikett. Den Schmetterling, den klebe ich auch mit einem Dimensional auf. Da schneide ich mir einen ganz, ganz dünnen Rest ab und kürze mir den auch noch ein bisschen ein. Ups, der fliegt jetzt hier durch die Gegend. Man kann ja diese Randstücke wunderbar schneiden und natürlich auch die normalen Stücke. Aber dann hat man hier hinten so eine ganz kleine Klebefläche drauf. Also das passt wunderbar, das schaut nirgendwo an der Seite raus. Und dann baue ich mir das einfach so ein bisschen da auf. Einmal so. Mach den Schmetterling mal in die andere Richtung. Und die Blümchen, die lege ich mir immer so ein bisschen in die Hand. Und ihr könnt zum Beispiel von so einem Bleistift drücken oder einen Kugelschreiber nehmen und den noch so ein bisschen in Form biegen. Das macht sich immer noch ganz gut. Und habe hier meine drei Blümchen. Und klebe mir die dann noch mit Klebepunkten einfach hier auf. So diagonal. Bisschen unten rein, bisschen oben drüber. Ups. Jetzt habe ich da den Klebepunkt nicht so schön gelöst. Den dritten noch so ein bisschen unten rein. So. Ja, den möchte ich lieber da zwischendrin haben. Ja, einfach so ein bisschen arrangiert. Und dann nehme ich mir noch die kleinen Glitzis und tue mir die noch ganz hübsch auf meinen Blümchen verteilen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich den Schmetterling nicht doch in einer anderen Farbe machen soll, aber so ein bisschen dezent ist eigentlich auch schön, weil die Verpackung ist ja an sich schon relativ bunt. Mal gucken, also ich nehme jetzt hier die kleinen für die kleinen Blüten und dann nehme ich mir noch ein großes Glitzy. Schnell die andere Packung holen, da sind noch ein paar große drin. Für die große Blüte. Eigentlich kleine Blume, aber große Blüte in dem Fall. Okay, ihr Lieben, und dann haben wir schon eine ganz süße kleine Verpackung mit bisschen Glitzy und schöner Farbe und viel Platz und kann man schön hinstellen. Jetzt habt ihr ja viele bunte Varianten. Das ist noch meine neutralste, die lege ich immer so in die Mitte. Ja, ist einfach Geschmackssache, was euch besser gefällt. Lieber bunt. Ich wollte jetzt unbedingt bunt und frühlingshaft basteln, weil es einfach so gut tut. Irgendwie, ja, man freut sich, wenn ein paar warme Tage kommen und ja. Ich hoffe, euch hat diese kleine süße Verpackung gut gefallen. Wie gesagt, die ist total schön praktisch und es geht einiges rein.
und wünsche euch da ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gut gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Wie gesagt, viel Spaß beim Nachbasteln, kreativiert was Neues. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss!